إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم Liebe Geschwister im Islam, ich grüße euch mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natürlich, ihr wundert euch, warum ich hier sitze und nicht der Bruder Abdul Azim. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben heute. Lauter, noch lauter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben, dass ich hier sitze und nicht er hier sitzt. Aber so wollte es Allah subhanahu wa ta'ala, dass ich heute bei euch bin und dass ich inshallah heute kurz zu euch reden darf. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, dass wir davon Nutzen nehmen können. Ich wurde natürlich auch damit überrascht, dass ich diesen Vortrag machen sollte. Ich wollte eigentlich mit euch Ulum und Koran machen, weil ich finde, dieses Thema wird von vielen sehr, sehr vernachlässigt. Aber die Brüder wollten es und wir haben darauf, mach bitte über E. Es scheint immer ein sehr, sehr interessantes Thema und ein sehr wichtiges Thema zu sein heutzutage. Deshalb, ich möchte heute darüber reden, noch einmal in Ergänzung wie gestern, wie kann man seine Ehe retten? Oder wie kann man eigentlich glücklich eine Ehe führen? Und ich werde heute, inshallah, nicht viel von meinen Erfahrungen erzählen. Ich werde aus dem Koran lesen und dann erzählen, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns bestimmte Linien macht. Wenn wir auf diese Linien achten, dann gibt es keinen Streit mehr und dann kann jeder von uns wirklich eine glückliche Ehe führen. Ich lese inshallah aus der Sure von Surat An-Nisa, Sure 4, Vers 32 und von da an gehe ich weiter. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns am Anfang dieser Ayah, und achtet bitte darauf, wie Allah subhanahu wa ta'ala es uns beibringt. Und dann werden wir gucken, halten wir uns wirklich an diese Regeln, über die Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen hat. Und wenn wir uns an diese Regeln nicht halten, dann wissen wir, woher die Probleme kommen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, hört mal zu, und wünscht euch nicht das, womit Allah die einen von euch vor den anderen bevorzugt hat. Denn Männern kommt ein Anteil von dem zu, was sie verdient haben. Und den Frauen kommt ein Anteil von dem zu, was sie verdient haben. Und bittet Allah um etwas von seiner Huld. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dem Mann und sagt der Frau, ihr solltet euch nicht das wünschen, was Allah subhanahu wa ta'ala den einen gegeben hat und dem anderen nicht. Warum? Weil der Mann wurde für bestimmte Zwecke erschaffen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn bevorzugt gegenüber der Frau für bestimmte Aufgaben, die nur der Mann erledigen kann, erfüllen kann, leisten kann. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat die Frau erschaffen für bestimmte Aufgaben, die nur sie leisten kann. Wenn die Frau heute kommt, und wir reden jetzt über die Problematik, wenn eine Frau heute kommt, heiratet einen Mann und sie möchte selber der Mann zu Hause sein, wird es Streitigkeiten geben. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Mann diese Stellung gegeben. Und der Mann ist derjenige, der auf die Familie aufpasst. Der Mann ist derjenige, der Entscheidungen trifft. Natürlich, es spricht nichts dagegen, wenn der Mann in diesen Entscheidungen auch seine Frau zu Rat zieht. Wir reden nicht darüber. Wir reden darüber, dass der Mann ist der Oberhaupt dieser Familie. Natürlich immer im Guten. Immer im Guten, wie der Prophet Muhammad s.a.w. es getan hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, es gibt bestimmte Linien, bestimmte Grenzen. Wenn du als Ehemann oder als Ehefrau diese übertrittst, hast du Probleme in deiner Ehe. Rasul sallam hat uns in bestimmten Situationen Regeln aufgezeigt. Zum Beispiel der Vater und der Sohn. Abi Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet Muhammad sallam gesagt hat, der Junge, der Sohn, darf vor seinem Vater nicht laufen.
Und er darf ihn nicht bei seinem Namen rufen. Also haben wir eine Grenze, die du nicht übertreten darfst. Zwischen einem Gelehrten und einem Schüler gibt es Grenzen. Die darfst du nicht übertreten. Zwischen Mutter und Tochter. Zwischen, wie heißt das nochmal? Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala bevorzugt, wie die Propheten. Gibt es Grenzen, die darfst du nicht übertreten. Und genauso gibt es Grenzen zwischen Ehemann und Ehefrau. Wenn die Frau heute, und wallahi al-azim, in vielen Diskussionen, die ich habe, wie gerade ein Anruf, den ich bekommen habe, dann siehst du, wie die Probleme entstehen. Die Frau heiratet, sie möchte alles machen, was sie will. Darf ich heute zu meiner Mutter gehen? Er sagt, wallah, heute eigentlich wollte ich nach Hause kommen und mit dir den Abend verbringen. Er hat ihr nicht gesagt, nein. Aber die Frau besteht darauf, sie möchte heute zu ihrer Mutter gehen. In dem Moment, wenn sie anfängt, mit dem Mann zu streiten, der Mann denkt sich, was habe ich eine Frau geheiratet, die mir nicht zuhört? Jedes Mal, wenn ich ein Wort sage, kriege ich 30 zurück. Dann hat sie ihre Grenzen übertreten. Genauso der Mann soll seine Grenzen nicht übertreten, indem er als Mann seine Aufgaben erledigt. Das ist das Erste, worüber Allah subhanahu wa ta'ala uns sagt. Jetzt kommen die Nicht-Muslime oder vielleicht auch Muslime und sagen, guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala hat der Frau ihre Rechte weggenommen. Der Mann hat das Sagen und der Mann, nein. Hört mal zu, was Allah sagt. Den Männern kommt ein Anteil von dem zu, was sie verdient haben. Allahu Akbar. Den Männern kommt ein Anteil zu, was sie verdient haben. Was ist mit den Frauen, die kommen? Und den Frauen kommt ein Anteil zu von dem, was sie verdient haben. Wenn du nicht zufrieden bist, wenn es dir zu wenig ist, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. Ihr solltet Allah subhanahu wa ta'ala, er solle euch von seiner Gunst etwas mehr geben. Verstanden? Das ist die erste Regel. Dass die Frau ihre Grenzen kennt und der Mann seine Grenzen kennt. Wenn wir so miteinander umgehen, dann haben wir die Probleme erstmal gelöst. Probleme heute zum Beispiel, ein Mann arbeitet, er hat seine Arbeit. Er hat Klasse 1, 3, nicht 8, ich, die sind verheiratet. Jetzt kommt die Frau und hat auch einen Job. Der Mann sagt zu ihr, ich möchte die Miete bezahlen für das Essen aufkommen. Du kannst Klasse 5 nehmen, Steuern. Sie besteht aber darauf, weil sie arbeitet, sie möchte auch bezahlen und machen und tun. Hat sie gesagt, mach du Klasse 4, ich mach Klasse 4. Dann entsteht ein Streit. Warum? Sei doch glücklich darüber, liebe Frau, dass dein Mann dafür aufkommen möchte. Er weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm die Qawama gegeben hat. Warum willst du ihm das wegnehmen? Es gibt viele Männer heute, wenn sie heiraten, sie sind glücklich darüber, dass ihre Frau arbeitet und er sitzt zu Hause den ganzen Tag. Wallahi, ich habe gerade einen Bruder getroffen, seine Frau, er hat einen Raubüberfall gemacht, musste dann 40.000 Euro zurückzahlen. Die Frau ist zu ihrer Familie gegangen, die nicht muslimisch ist, hat von denen dieses Geld ausgeliehen, hat das zurückgezahlt an dem Gericht. Sie bezahlt jeden Tag und jeden Monat zurück an diese Familie das Geld. Der Mann, der kann Bäume ausreißen, liegt jeden Tag bis 3 und 4 Uhr im Bett. Und die Frau muss morgens aufstehen, die Kinder in den Kindergarten bringen, in die Schule bringen, zur Arbeit gehen, abends kommen, die Kinder abholen, kochen, putzen und machen und er sitzt zu Hause. Er hat seine Grenzen übertreten und er hat seine Pflichten nicht erfüllt. Und dadurch kommen nur Probleme. Die Frau seit Jahren überlegt sich, sie möchte sich von diesem Mann trennen. Manchmal bleibt sie mit ihm nur wegen dem Geld, wegen den Kindern. Oder in ihrem Fall, sie ist zurück zu ihren Eltern gegangen, die nicht Muslime sind. Sie haben die ganze Zeit sie unter Druck gesetzt. Verlass doch den Islam, guck mal, wie du aussiehst, wie eine alte Frau. Dann ist sie zurück zu der Familie gegangen, obwohl es schlecht da ist, weil sie ihre Religion bewahren will. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, der Mann bekommt seinen Anteil und die Frau bekommt. Er hat keine Angst. Allah subhanahu wa ta'ala wird niemand Unrecht tun. Wenn wir unsere Ehe retten wollen, sollten wir auf das, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt, liebe